Herr Post, warum stellt Agfa Healthcare auf dem Eisenale 2010 aus? Es ist eine lange Historie schon, dass wir hier in Chicago zum Jahresende sind, als Agfa Healthcare Dach, aber auch als Agfa Healthcare Global, international. Vor allen Dingen ist es ja auch die Hausmesse für Agfa Healthcare in den USA und in Kanada. Es ist auch die wichtigste Healthcare-IT-Messe, was die Radiologie angeht. Der größte Radiologiekongress weltweit, über 60.000 Attendees, die hier kommen. Insofern ist das für uns eine sehr, sehr strategische Messe. Es ist so, dass wir auch hier mit einem konstanten, kontinuierlichen Team seit vielen Jahren zugegen sind. Das schätzen die Kunden sehr. Das Dachteam besteht aus lang gedienten, sehr erfahrenen, sehr frischen, sehr hungrigen Leuten. Und insofern, das ist nicht bei allen Wettbewerbern so, dass die Leute, die wir haben, die Kunden jahrelang umsorgt haben und für die da sind. Das ist sicher ein ganz großer Vorteil von unserem Team. Wie war die Resonanz Ihrer Kunden am Stand? Resonanz war sehr gut. Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch aus Luxemburg ein paar Kunden, was wir ja auch noch betreuen. Wir haben über 100 Leads gehabt, weit mehr als 100 Leads hier aus der deutschsprachigen Region. Gestern Abend hatten wir wieder mal den famosen Kundenabend im University Club. Also Stimmung war sehr, sehr gut. Die Kunden waren sehr zufrieden mit den Lösungen, mit den Neuerungen, die sie hier gesehen haben. Vor allen Dingen Mammographie, vor allen Dingen auch unsere Archivierungsstrategie und was auch immer mehr kommt, ist eben Decision Support Systeme. Also insgesamt ein sehr positives Feedback vom diesjährigen RSNA und unseren Kunden. Bitte fassen Sie für uns die Entwicklung von Agfa Healthcare in Ihrer Region im Jahr 2010 zusammen. Dieses Jahr ist ein Jahr, was uns noch lange in Erinnerung bleiben wird, und zwar sehr positiv. Man kann sagen, es ging vielleicht etwas schwierig los, aber ein fulminanter Endspurt in diesem Jahr. Wir werden am Ende des Jahres mehr als 30 Krankenhäuser gewonnen haben, neue Kunden für unser Orbis-KISS-System. Wir haben insgesamt über 35 Neukunden in der Radiologie, Radiology IT, RIS-PACS in der deutschsprachigen Region gewonnen. Und zudem noch auch mit unserer Plattform halt Media 18 Kunden. Das heißt, wir haben über 80 Neukunden, wenn Sie so wollen, gewonnen. Und unsere bisherigen Kunden mit Service, wir haben das größte Service-Team aller Zeiten aufgebaut. Mehr Service-Support-Techniker gab es nie in der deutschsprachigen Region. Rundum sind wir da zufrieden. Wir haben Umsätze und wir haben auch sicherlich da Gewinnbeiträge, ohne auf Details eingehen zu können, gut gesteigert. Wir sind also über alle Maßen zufrieden und können sagen, okay, das war ein schönes Jahr, das nächste kann kommen.